Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Gelator und weiter geht's mit The Legend of Zelda, The Breath of the Wild. Ja, im letzten Part haben wir hier unerwartet eine komische Riesenbohnenbestie besiegt, die da einfach rumstand. Wahrscheinlich weil es Blutmond war. Dann die da einfach so rum. Ein Boss, einfach so. Und jetzt sind wir hier. Wir sind übrigens hier auf der Karte. Und ich bin hier auf der Suche nach einem Schrein, den ich von Weitem gesehen habe. Und ich bin auch gleich da und dann geht's weiter mit dem Schrein. Und nach wie vor, es sieht hier einfach traumhaft geil aus. Diese Herbstatmosphäre ist einfach nur beautiful. It's so beautiful. Ich weiß, ich kann nicht singen. Ist aber egal. Jo, dann laufen wir mal dahin. Wo wir hinwollen. Oh, endlich mal wieder schönes Wetter. Und seht ihr wieder, was als nächstes kommt. Unten rechts sieht man, was als nächstes wieder für ein Wetter kommt. Blitz und danach Regen. Ich werd bekloppt. Ist halt wirklich so, dass in dem Spiel einfach der Regen dominiert. Und die Blitze. Ist das ein Drache? Mach ich Foto durch Facebook? Nein, ich habe kein Facebook. Was ist das? Was ist das für ein Drachenkopf? Ich bin jetzt überrascht. Gibt es hier Äpfel? Ne, aber andere Pilze. Auch gut. Ich nehme alles mit. Alles, was es umsonst gibt. Muss ich euch erstmal hier verhauen? Die bösen Wölfe. Ach, der Schrein ist direkt vor uns. Der Kartoshi-Schrein. Tosha. Kartoscha. Das hört sich an wie Kartoschka. Was auf Russisch wiederum Kartoffel heißt. Ja, das nur mal so als Info am Rande. Gut, gehen wir mal rein und schauen, was uns da erwartet. Ja, komm. Öffne die Tür. Oh, ich weiß genau, was wir hier machen müssen. Ich sehe es nämlich schon jetzt. Rechts ist eine Kugel. Links ist das Einlochteil Dingsbums. Also müssen wir mit der Kugel es einlochen oder irgend sowas. Oder wir müssen irgendwas lenken. Juhu. Ah, fast ein 4-Try. 4-Try. Muss ich gucken, wie ist das richtig? Ja komm, warum spawnt da kein neuer? Und? Na, das war... Okay, müssen wir mal rein und raus. Ich muss das natürlich mit dem Pro-Controller machen. Da muss ich ganz, ganz vorsichtig sein. Und? Das wird nix. Ja, es wird nix. Ja, Wind. Warum kommt da kein Wind? Okay, der vierte Versuch, glaube ich. So, wir müssen das von hier so und jetzt klack. Wie so einen kleinen Popo-Hiebchen. Perfekt. Wie so ein kleiner Klaps auf den Hintern. Und schon spurt es. Hier gibt es auch irgendwo einen Schatz. Sehr wahrscheinlich. Also in jedem Schrein gibt es einen Schatz, wie auch in diesem Schrein. Und das dürfte wahrscheinlich hier sein. Tatsache. So. Oh, jetzt kommen hier die Minigolf-Skills. Alles klar. Das ist kein Problem, ich muss halt... Oh, verdammt. Der Controller... Warte mal. Okay. Und jetzt so einen dicken Schwinger nach da. Wuff. Ah, verdammt, als ob. Fast. Habt ihr gesehen? Fast richtig. Und?
Come on, please. Nein, da bleibt er an so einem Teil hängen. Das gibt's doch nicht. Und? Als ob. Ach so, wahrscheinlich hätte ich das auch normal machen können. Gar nicht außen herum. Weil da so eine kleine Erhöhung ist. Wie auch immer, wir haben es geschafft. Uns soll es recht sein. Nein! Wie ich gesagt habe, also in jedem Schrein gibt es mindestens einen Schatz, den man finden kann. Kommt auch vor, dass da mehrere Schätze sind, aber mindestens einer ist auf jeden Fall da vertreten. Und ich hoffe, was Gutes. Das war jetzt nicht super schwer. Aber, ja, einfach war es schon. Ein Eisgroßschwert. Ein magisches Schwert. Das aus dem ewigen Eis der Hebraberge. Schwingt es, wenn es die Klinge blau leuchtet, damit tödlichen irgendwas Dingsbums. Wenn die Klinge blau leuchtet, damit es tödliche Kälte aussendet. Ah. Sieht auf jeden Fall sehr fett aus. Oh, sieht richtig geil aus. Das sieht ja mal richtig hammer aus. Krass. Da kommt auch noch so ein Eishauch raus. Wie geil ist das denn bitte? Wow. Aber das heben wir uns auf jeden Fall mal auf. Lieber so ein Eisschwert. Das ist auch geil. Sieht ein bisschen aus wie ein Master Sword, ne? Schwacht. Schwacht. Schwert. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Master Sword. It's English. Ja gut, dann her mit der Perle. Das Zeichen der Bewährung. So, das heißt wieder zwei Schreine und wir haben ein weiteres Herzchen. Na, dann bin ich mal gespannt, wo was ist. Und es donnert und blitzt wieder. Was ist das denn? Ach, guck mal, das ist so ein Pferderanch. Stall von Ost, Akala. Das ist ja nice. Na, wer bist denn du? Hi. Guten Morgen. Was ist denn los? Diese blaue Flamme. Hm? Oh, Verzeihung. Seit ich geheiratet habe und hierher gezogen bin, langweile ich mich furchtbar. Die Zelle macht Spaß. Das Interessanteste ist jedoch, der blaue Flamme in der Laternen beim Brennen zuzugucken. Aber seit einiger Zeit hat der Direktor von Akala-Institut sie gar nicht mehr angezündet. Ach, hier gibt es noch ein Institut, oder was? Man, wir hatten ja schon mit dem blauen Flammen zu tun gehabt. Ja, früher hat der Direktor diese Laterne mit einer blauen Flamme entzündet. Irgendein Experiment. Aber jetzt ist er schon alt und geht nicht mehr viel nach draußen. Und jetzt willst du, dass ich das mache, oder was? Das Akala-Institut liegt übrigens gleich an diesem Pfad. Da hinten ist Terre, sehe ich gerade langlaufen. Es ist in einem ungewöhnlichen Leuchtturm. Man kann es also gar nicht verfehlen. Nein, 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 nein. Schnell Waffe wechseln. Aber warte mal, das ist doch ein Eisschwert. Warum zieht das Blitz an? Ach, wegen dem Griff wahrscheinlich. Wahrscheinlich wegen dem Griff. Hey, Terry, altes Haus. Was geht ab? Hier ein Geschenk. Echt? Antiker Pfeil. Krass. Alles, was von diesem mächtigen Pfeil durchbohrt, löst sich in nichts auf. Sehr effektiv gegen Wächter. Aber was auch gut effektiv gegen Wächter ist, ist einfach blocken. Also den Laserstrahl mit dem Schwert abblocken, kontern. Und dann bekommt er das selbst ab. Damit können sie sogar Wächter bekämpfen. Fantastisch, oder? Am besten wirkt es, wenn man das ins Auge eines Wächters damit trifft. Ich habe ihnen von einem älteren Herrn namens Rebello. Robolo? Sie finden ihn weiter im Norden von Dorf Bezorras in Akala-Institut. Er stellt dort seltsame Waffenkleidung und solche Sachen her. Meiner Meinung nach ist er verrückt. Etwas. Unheimlich, oder? Um nicht zu sagen, furchteinflößend. Aber
Wenn Sie starke Waffen haben wollen möchten, reden Sie mit ihm. Also, was hätten Sie gern? Ich möchte was kaufen. Was hast du denn? Okay. Was ist das denn? Ein seltsamer Schmetterling, der in extrem heißen vulkanischen Gebieten lebt. Okay, aus ihnen lässt sich die Flüssigkeit gewinnen, mit der Medizin gegen Hitze hergestellt werden kann. Gegen Hitze. Ich glaube, ich kaufe mir sowas. Weil ich glaube, das brauche ich bald. Ansonsten möchte ich gerne bitte verkaufen. Ich habe jetzt so viel Zeug zu verkaufen. Jetzt halte ich mal fest, was ich alles zum Verkaufen habe. Also, diese ganzen Opale können alles weg. Ja. Dankeschön. Dann möchte ich noch weiterverkaufen. Ich habe nämlich noch viel, viel Rotz bei mir. Genau, was ich verkaufen kann, ist Essen. Ich habe gesehen, dass man mit dem Essen sehr viel Geld machen kann. Muss halt nur gucken, was man hier verkaufen kann. Sowas wie hier. Ein 50er. Stimmt, das heißt, ich kann also kochen und dann das ganze Zeug verkaufen. Das ist, glaube ich, sogar besser. Als wenn ich nur das ganze Rubinen, als ich diese Edelsteine zu verkaufen oder sowas. Also man bekommt schon viel. Na gut, aber wir wollen weiterhin Dings da verkaufen, Zutaten. So. Gehen wir mal ganz hier rüber. Was haben wir denn hier? Hier mit Schleimgelee, das kann alles weg. Weil ich wüsste nicht, was ich sonst mit dem ganzen Rotz hier machen könnte. Deswegen alles weg damit. Jo. Ja, ich habe alles angespart. Ich glaube, das brauchen wir noch irgendwann mal. Das brauchen wir auch. Das, ja. Diese Herzchen kann ich mittlerweile, glaube ich, auch verscherbeln. Boah, das gibt echt viel. Also weg damit. Wow. Wow. Und wahrscheinlich brauche ich das später für irgendeine Quest. Egal. Und wenn, dann werden wir das dann suchen. So, das ist also auch weg. Ich glaube, das kann ich auch verkaufen. Ja, der Link ist ein bisschen geldgeil, deswegen muss das alles verkauft werden. Das kann eigentlich weg. Das behalten wir mal. Dieses antike Zeug lasse ich auch mal lieber erstmal und verkaufe das nicht. Das kann auch weg. Das sind so die Standardsachen. Da haben wir schon über 5000 Rubine, das ist ziemlich geil. Ich glaube, das lasse ich auch. Topas kann auch, glaube ich, weg. Ich meine, wenn da schon steht, erzielt hohe Preise, dann ist das fürs Verkaufen gedacht. Wäre Quatsch, wenn ich da irgendwie eine Steinsuppe rauskoche oder so Mist. Boah, Saphir ist ja teuer. Hätte ich nicht gedacht, dass Terry so viel Geld bei sich hat. Das gibt's doch gar nicht. Ach so, natürlich, jetzt haben wir noch hier das ganze Zeug. Oh mein Gott, wir werden so schön reich. Ja. Gib mir deine ganze Rubine. Dein ganzes Cash. Alles für mich. Jo, Dankeschön. Mal gucken, wo ich die Knete reinstecke. Das brauchen wir. Das lasse ich auch mal da. So, ich denke mal. Leuchtsteine, was war das denn? Es lassen sich besondere Gewänder daraus machen. Dann lassen wir das. Das lassen wir auch mal. Ich glaube, den Rest brauchen wir gar nicht zu verkaufen, weil daraus koche ich immer wieder was. Ansonsten war das ein ziemlich guter Deal, ne? Jo. Und notfalls später halt wirklich ganz viel kochen, was man gut verkaufen kann. Und dann einfach weg damit. Ich danke Ihnen. Dankeschön, Terry. Du alter reicher Mann. Jetzt bist du nicht mehr so reich, jetzt bin ich der Reiche. Was haben wir denn hier noch? Da ist auf jeden Fall eine Holzfäller-Axt, die kennen wir schon. Da liegt noch irgendwas angelehnt.
Ein Holzbogen, ja, nehme ich alles mit. Mäh. Wird alles schön mitgenommen. Jetzt will ich mal was testen. Mann, warum muss es jetzt regnen? Ist das einfach nur so? Ja, ich glaube schon. Hier gibt es nichts. Was haben wir hier denn drinnen? Hallo, willkommen. Okay, der hat noch eine Quest für uns. Oder sie. Der hat auch eine Quest. Boah, das ist ja unglaublich, wie viele Leute hier Quests haben. Das ist krass. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, ich quatsch mal. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Guten Morgen. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich muss sagen, dein Geschmack bei der Wahl der Reiseziele ist schon etwas merkwürdig. Wer bist denn du? Oh, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Nobo. Ich war schon überall. Aber in Akala gefällt es mir am besten. Deswegen kenne ich mich hier auch ganz gut aus. Wolltest du irgendwas? Ja, erzähl mir mal was. Mal überlegen. Westlich des Stalls liegt eine heilige Quelle, Quelle der Kraft. Warte mal, westlich des Stalls, das heißt? Das heißt, da ist eine Fee. Da müsste eine Fee sein. In der Legende heißt es, bring der Quelle der Kraft ein heiliges Fragment dar. Vielleicht war das Teil des Rituals, das die Prinzessin von Schloss Hyrule dort durchgeführt hat. Was ist weiter weg? Nördlich von hier sieht es so eine Art Leuchtturm. Aber dort war ich noch nie. Niemand zu Hause. Okay. Die Quelle der Kraft, ja. Wie ich gesagt habe, die Leute, die man hier anquatschen kann, die so ein Ausrufezeichen haben, die haben auf jeden Fall Quests bei sich. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da nochmal rankomme. So, die Quelle der Kraft. Wo ist das denn? Wahrscheinlich hier, ne? Jetzt gesagt westlich. Könnte tatsächlich hier sein. Und ich denke mal, da gehe ich auch als nächstes hin. Da gehen wir einfach mal wirklich als nächstes hin. Ich würde mal sagen, hier so ein Schatzdingsbums. Weil da unbekannt ist, was da ist. So, was hat der hier zu erzählen? Seit dem Morgen nur Regen. Ich bin Holm. Und ich laufe hier Patrouille. Hier ist richtig gefährlich. Das stimmt, ja. Oh ja. Es gibt da eine verdächtige Gestalt namens Kilton. Er zieht nachts seine Karren durch die Gegend, von dem aus er seinen sogenannten Monsterladen betreibt. Sein unheimlichen Aussehen macht die Leute wirklich nervös. Kennst du diesen? Noch nie gesehen. Jedenfalls, wenn du eine verdächtige Gestalt siehst, sag mir bitte genau, wie sie aussieht. Erstatte mir Bericht, falls du Kilton siehst. Ach so, okay, das heißt, ich muss ihn fotografieren. Wenn ich den sehe, alles klar, weiß Bescheid. Machen wir auf jeden Fall, wenn wir den sehen. Aber, wie gesagt, jetzt erstmal da hinten hin zu dieser Kraftquelle. Vielleicht ist dort eine Fee, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß halt nicht, was wir machen müssen, um sie zu aktivieren. Vielleicht einfach wieder Geld spenden. Die Feen Kakariko wollte ja einen Huni haben. Da wir mittlerweile, wow, 7000 haben, können wir auch ein bisschen was opfern. Dürfte jetzt kein Problem darstellen. Ich hoffe, ich laufe da richtig. Ja, einfach geradeaus. Immer hier nach Westen. Bin auf jeden Fall gespannt, was uns da erwartet. Und ja, so viel dazu. Fuchs, du bist tot. Du weißt es nur noch nicht. Mann, wenn ich die ganzen Waffen jetzt angucke, was ich so hab, und früher so eine Holzfällerachs, die 3 Schaden gemacht hat, da war ich voll glücklich. Und jetzt haben wir richtig krasse Waffen. Fast alles über 20. Ja, das Teil kann gefährlich werden. Hä? Nein, jetzt habe ich den einzigsten Pfeil verschwendet, oder? Habe ich jetzt diesen krassen Pfeil verschwendet? Antiker Pfeil. Deswegen war der sofort tot. Ja, würde ich mal sagen, Pech gehabt, ne?
Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. So, wir sind also hier angekommen. Und hier gibt es also was. Fährt nicht runter rein, nicht in die Schlacht. In die Schlucht. Okay, hier könnte die Quelle der irgendwas sein. Warte mal, ist das nicht eine Zelda-Erinnerung? Wenn es da hinten so leuchtet? Oder? Beten? Willkommen an meiner Quelle. Bringe die Quelle der Kraft eines Schuppen des Osburbotons Geist Eldrada. Haben wir sowas? Ich, die Göttenhülle, werde deine bla bla bla. Okay, wir haben sowas nicht. Die Quelle der Kraft. So, ich muss also den Schuppen von Eldra. Was ist ein Eldra? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber wahrscheinlich ist hier eine Erinnerung von Zelda. Tatsache! Wir haben blind eine gefunden. Sehr geil. Mal gucken, was jetzt für eine Sequenz kommt. So, jetzt bin ich mal ruhig. Viel Spaß. Die Prinzessin ist auserwählt. Sie besitzt die Kraft, die Verheerung Ganon zu versiegeln. Es ist eine heilige Kraft, die durch Gebete erweckt wird. Das wurde mir immer wieder gesagt. Und trotzdem. Meine Mutter, sie konnte diese Macht spüren. Meine Großmutter konnte sie hören. Die Stimmen der Geister. Ich hingegen spüre und höre nichts. Vater hat mir oft vorgeworfen, dass es meine Schuld ist, weil ich zu viel Zeit mit Forschen verbringe. Aber seit ich denken kann, verbringe ich jeden Tag Stunden mit Gebeten. Ich besuche heilige Orte wie diesen hier, einen nach dem anderen. Und doch hat sich die heilige Kraft nie in mir gezeigt. Bitte sag mir, was ist es, das mir fehlt? Okay, auf jeden Fall eine coole Erinnerung. Ja, Zelda fehlt die Kraft. Aber ich denke mal, das kommt noch. Und sie ist die Auserwählte, definitiv. Okay, also hier muss ich... Oh, hier kann man rein. Was ist das? Ein Wächter? Wo zum Teufel bin ich hier? Eldra-Kessel? Vielleicht gibt es hier auch noch eine Fee. Oder den Tod. Eins von beiden. So, aber auf jeden Fall will ich hier das erstmal weghaben. Warte mal, hier machen wir auf jeden Fall so ein Sternchen. Das kann weg. Ich weiß gar nicht, gibt's hier was? Ich habe so Schiss, dass die mich erwischen. Nein, lieber wieder raus hier. Ich bin noch zu schwach, wir haben wirklich sehr wenig Herzchen. Lieber erstmal weiter auf Schreinsuche. Wir kommen auf jeden Fall irgendwann mal. Irgendwann mal kommen wir hier hin und dann sehen wir, was hier abgeht. Also die will irgendeine besondere Schuppe haben. Ich habe keine Ahnung, was für eine Schuppe die da haben will. Aber ich denke mal, wenn ich das habe, dann bringe ich dir eine vorbei. Na komm, kletter hoch. Ach, es regnet. Ach, dieser Kackregen. Oh, nee. Komme ich hier noch anders irgendwie hoch? Ja, eigentlich hierdurch. Verdammt, warum regnet es die ganze Zeit? Ich hasse Regen. Ich meine, Regen ist schon geil manchmal. Aber nicht in Zelda. Also hier regnet es wirklich die ganze Zeit nonstop. Ah, wisst ihr was? Hier gibt es sowieso nichts mehr zu tun.
Also geht's jetzt weiter. Wir hatten auf jeden Fall hier noch was zu tun. Das heißt, ich werde von hier rüberfliegen, wenn es soweit geht. Und mal gucken, was wir da finden. So, jetzt heißt es, auf jeden Fall erstmal eine andere Quest annehmen. Warum haben wir so eine komische Quest? Die verfluchte Statue? Nee. Genau, die vier. Eigentlich brauche ich gerade gar keine Quest. Nee, 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 wir brauchen erstmal keine Quest. So, was wollte ich hier machen? Also das habe ich aktiviert. Ich wollte hier vorne hin. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber auf jeden Fall war da was. Oder wir aktivieren erstmal den Turm. Das können wir auch machen. Wir können den Turm aktivieren. Wahrscheinlich kommen wir da nie an. Oder mit sehr viel. Da ist noch ein Tempel. Wir gehen erstmal zu diesem Tempel. Kleine Planänderung. Wir gehen also zu diesem Tempel. Und dann zu dem Turm dort. Oder vielleicht doch nicht. Mal gucken, wenn nichts dazwischen kommt, kein weiterer Tempel. Also ich meine jetzt die Schreine natürlich statt Tempel. Warte mal, was gibt's denn hier? Das sieht ja auch aus, als ob es da was geben würde. Das riecht mir doch schon nach einem Grog. Wenn hier kein Grog ist. Du hässliches Warzenschwein. Ja, hier ist doch was. Hier ist doch was. Was muss ich hier machen? Oder muss ich hier landen? Von irgendwo. Das kann sein, dass ich da wahrscheinlich landen muss. Na gut, das ist mal dazu. War ich schon mal auf dieser Brücke hier? War ich hier schon mal überhaupt? Jein, weil klar habe ich das hier geöffnet. Aber so richtig erforscht habe ich hier, glaube ich, noch nichts. Außerdem wollte ich hier vorne. Hier vorne gibt es, glaube ich, dann dieses. Irgendwo gibt es einen Leuchtturm, hat er doch gesagt. Und dann gibt es hier auch noch ein Institut. Oh, hier gibt es so viele Sachen, die ich noch erforschen will. Das ist unglaublich, wie viel es hier noch Zeug gibt, was mich so voll interessiert. Hey, wie komme ich denn da hin? Warte mal, wenn ich hier runter. Ich komme doch dann niemals angeglitten. Und was ist das da unten? Und da komme ich doch niemals hochgeklettert. Ich muss irgendwie also. Da ist ja noch ein Schrein. Ach, das war der. Warte mal, der lilane Schrein? Ach, das ist irgendwo eine Schlucht. Okay, ich glaube, es ist besser, wenn ich zu dem Schrein erstmal gehe, warum auch immer. Weil dieser Schrein erscheint mir irgendwie leichter zugänglich als wie der da. Weil bei dem muss ich wahrscheinlich außen rum rennen. Ja, ihr seht, man sieht zwar die Schreine, aber man kommt nicht direkt dorthin. Also man muss schon ein bisschen was tun. Eine bestimmte Route finden. Da wollte mich hier das Strauß-Dingsbums attackieren. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, es hakt. Guck mal her, kriegst eine Keule auf den Kopf. Ja, renn um dein Leben. So, also ich muss da runter. Na dann, let's go. Plum plum. Plum plum. Plum plum. Ja, und dann können wir hier so außen rumgehen und dann zu dem anderen Schrein. Wenn hier nichts passiert. So, dann gehen wir mal rein und checken den mal aus. Der Sadarji-Schrein. Okay. Makuksha. Mal gucken, was uns da für ein Rätsel erwartet. Also auf jeden Fall muss ich hier auch den Turm aktivieren demnächst, dass wir dann hier die Umgebung wenigstens offen haben. Ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen hier langsam so Gebiet Todesberg, Goronen, glaube ich oder so. Aber an sich habe ich keine Ahnung, was uns hier erwartet. Also in dieser Umgebung. Ich vermute es einfach nur, dass hier Goronen oder sonst noch was ist. Aber wissen tue ich es halt leider nicht, ne? Naja, schauen wir mal.
Okay. Sadarji. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall mit Feuer was machen. Inklusive uns, wir brennen so schön. Ganz ruhig, Brauner, du kommst schon noch dran. Ich finde das Springen so genial. Also immer Ausschau halten, auch nach einem Schatz, der wahrscheinlich irgendwo hier... Ich habe keine Ahnung, wo der platziert ist, aber auf jeden Fall irgendwo. Vielleicht sogar da oben. So, was müssen wir hier machen? Hier müssen wir auf jeden Fall mit dem Modul hier arbeiten. Ach komm schon. Hallo? Nee, ich musste wahrscheinlich doch von hier oben. Weil dann kann ich nämlich schön hier zurückziehen. Also komm mal her nochmal. Anziehen und... Hä? Ich meine, ich habe jetzt keinen Feuerpfeil. Aber was wir machen könnten, wir können das natürlich auch verarschen, das System. Doch, ich habe einen Feuerpfeil. Hey. Das System verarschen, ich zeige euch nämlich gleich, was ich meine, falls ich gleich kein Feuer habe, aber ich Feuer brauche. Ganz, ganz einfach. So, was müssen wir hier machen? Hier müssen wir auf jeden Fall... Da ist der Schatz. Alles klar. Jo, wir brauchen irgendwas Holzartiges. Und das ist gut. Nein, ich möchte nicht brennen. Aber Schatz, komm mal runter. So, das ist auf jeden Fall der Schatz dieses Schreines. Ein Ritterbogen, ja, kennen wir schon. Ziemlich nice. Jetzt die Frage, was müssen wir hier noch machen? Ich glaube, das sieht gut aus. Irgendwas haben wir gerade Gutes gemacht. Perfekt. Das meine ich. Man muss ein bisschen intelligent denken. Aber wer nicht dumm ist, der weiß, dass Feuer heiß ist und es Sachen verbrennt. Daher muss man gar nicht so viel denken hier, sondern einfach anzünden und gucken, was passiert. Und nach wie vor gucke ich immer noch hinter den Schrein, obwohl ich weiß, dass da absolut nichts ist. Seitdem ich aber im Schrein, also quasi im Schrein vom Zorradorf, beziehungsweise hinter den Schrein, habe ich ja eine Waffe gefunden. Und seitdem gucke ich meistens immer nach hinten. Ja, ich glaube, davor habe ich auch schon geguckt, aber... Ihr habt es gesehen, da haben die Entwickler was versteckt und deswegen kann ja auch sein, dass hier hinter was wäre. Deswegen immer schön, schön gucken. Ja. So viel dazu. Zeichen der Bewährung. Also fehlt uns noch eins. Und dann können wir uns ein weiteres Herzteil greifen. Sehr nice. Freue ich mich schon. Ja, und das nächste ist auf jeden Fall da hinten. Dafür musste ich mal hier hochkommen. Wahrscheinlich am besten von hier aus. Und dann hätten wir wieder vier Stück. Und dann können wir uns einen Herzcontainer holen. Ich hoffe, das reicht jetzt hier hochzukommen.
Am besten immer so ein bisschen Ausschau halten, dass der Boden einigermaßen gerade ist und dann kann man sich quasi wieder neu tanken. Ihr kennt das Spielchen ja. Los, kletter! Kletter, Link! Wie ich gesagt habe, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, bevor ich dann zu den nächsten Missionen gehe. Also nächsten Mission meine ich damit ja zu dem nächsten Dorfvolk. Weil, ich meine, wir haben den Elefanten schon gemacht, aber es gibt ja noch andere Sachen. Wahrscheinlich bei den Garudas und bei den Goronen und bei dem Vogelvolk. Aber bis ich dorthin gehe, dauert es noch ein bisschen, weil ich möchte erstmal ein bisschen mehr maximale Herzteile haben. Dementsprechend kann das auch ein bisschen warten. Okay, das sieht aus wieder hier nach so einer kleinen, na, wie nennt man das? So eine Mini-Festung mit hässlichen Gegnern. Warte mal, warum sehe ich eigentlich nicht Dings da? Was habe ich denn für eine Waffe? Ach, das hatte ich angezogen gehabt. Stimmt, jetzt weiß ich auch wieder warum. Irgendwann mal war es ziemlich kalt. Dann habe ich das angezogen. Oha, was die abziehen. Die sind gefährlich. Die sind gefährlich. Das bringt uns aber. Ich meine, kein Problem. Nein! Ja, du dreckiges Schieft. Warte mal, da war doch. Ja, Obstsalat ist immer gut. Obstsalat, so ein Dreierteil, sind immer drei Äpfel. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Oh, eine Knochen-Mob-Lanze. Die Lanze der stärksten Moblin-Krieger. Fossile Knochen dienen als Spitze und machen sie zu einer furchteinflößenden Waffe. Na dann, will ich doch die mal testen. Tatsache, die ist gut. Gib, du Schwein. Man muss schon sehen, die ist schon richtig geil, weil sie halt immer so Richtung Kopf schlägt. Und halt sehr schnell schlägt. Deswegen, diese Waffen sind schon geil. Ich wollte schon sagen, warum kann ich das nicht einsammeln? Jetzt sei doch mal ruhig, es kommt sowieso keine Verstärkung mehr, du hässlicher Vogel. Es kommt einfach keine Verstärkung mehr. Ich will keiner helfen. Du hässlicher Pisser. Jetzt will ich mal gucken, brennt das auch? Okay, die Knochenwaffen brennen also auch. Okay, das ist gut zu wissen. Wir hatten auf jeden Fall noch eine gehabt, genau hier. Was hat er denn für eine Fuchtelwaffe? Der hat auf jeden Fall eine ziemlich krasse Keule. Okay, ich glaube da unten. Ach, ich hole sie jetzt einfach mal. Ich meine, wir müssen jetzt nochmal hochklettern, das mache ich aber gerne. Ja, ich muss sagen, ich muss zugeben, ich klettere hier wirklich gerne. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich mache es einfach wirklich gerne. Der Teil pfeift und pfeift, oder das Viech? Da ist doch sowieso keiner mehr, der dir helfen will. Na gut. Vielleicht kommt tatsächlich wirklich neue durch diesen, naja, durch diesen Ruf. Kann ja sein, ich habe keine Ahnung. Aber wenn dem so ist, dann ist egal. Wir machen die klein. Definitiv. Bis der Letzte stirbt. Ah, ich weiß, ich bin gerade so komisch geklettert. Wir müssen ein bisschen was kochen. Ah, so ein Fisch ist geil. Jetzt halt doch mal deine Fresse. Was ist das denn? Boah, da hat ihr mal ein krasses Schwert. Boah, der hat ein ziemlich geiles Schwert. Das möchte ich haben. Okay, jetzt wird's haarig. Jetzt überlebe ich oder ich sterbe, eins von beiden. Der trifft mich damit gar nicht mal. Boah, was ein riesen Steinschwert. Ein Steinspalter. Ein wuchtiges Goronenschwert aus massivem Metall. Es besitzt keine Schneide, aber braucht es auch keine.
Wo es hintrifft, wächst kein Gras mehr. Als allererstes dachte ich natürlich an Final Fantasy VII. Wegen dem Schwert, dem Bastardschwert. Oder Meisterschwert. Das ist ja auch so ein Panzerschwert. So, der letzte Moblin ist hier besiegt worden und da gibt es eine Schatztruhe. Ein Ritter Zweihänder. Genau, das kenne ich. Das hatten wir auch schon mal gefunden gehabt. Ziemlich geil. Jetzt muss ich gucken, was ich hier wegschmeißen kann. Im Prinzip das hier. Weg damit. Billige Axt. Wer will die schon haben? Ich kann mich einfach erinnern an die ersten zwei Parts. Oder die ersten drei Parts von Zelda hier. Ich hatte keine Waffen gehabt. Ich war so waffenlos. Da dachte ich, what the fuck, wo sind die ganzen schönen Waffen? Und dann habe ich immer nach und nach gute, stabile, kräftige Waffen gefunden. Und seitdem habe ich immer Waffen. So, der nächste Weg ist auf jeden Fall da hinten lang. Wo ist eigentlich dieser Moblin, der so weit weggeflogen ist? War das in die Richtung? Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall müssen wir zu diesem Schrein dort. Aber jetzt will ich mal gucken, wo ist dann jetzt eigentlich der Turm? War der auch? Der war doch irgendwo. Da ist der. Der grüne Turm. Das heißt, ich müsste. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Der muss jetzt erstmal warten. Also ich will. Uns fehlt ja nur noch ein Emblem. Und dann können wir, wie gesagt, wieder. Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Alles klar, Dankeschön, Zelda. Nee, nicht Zelda. Das war ja die gute Zora. Was wollte ich sagen? Genau, weil wir brauchen noch diesen Schrein und dann können wir auf jeden Fall wieder einen Herzcontainer holen. Dann hätten wir wieder vier Stück. Und danach werde ich mich dann wahrscheinlich damit beschäftigen. Manche Wörter kennt ihr das, es liegt auf der Zunge, aber ihr kommt einfach nicht drauf, wie das Wort heißt. So, ich muss also hier wahrscheinlich auch irgendwie außenrum rennen. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier. Naja, Bergwandern ist auch nicht schlecht. Boah, was ein krasser Bogen. Habt ihr gesehen, wie kleiner der wurde? Als der Ritter den gerade. Als diese Blechbüchse. Blechbüchse, was laber ich? Diese Knochenbüchse. Als sie das, den Bogen in der Hand gehalten hat, war der riesig. Kaum habe ich den von den Händen geschlagen, wurde er klein. Das ist mir sofort aufgefallen. So, den werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Dafür schmeiße ich auch gerne einen Bogen weg. Deckern weg und Deckern weg. Wobei der Ritterbogen ist halt immer so eine Gefahr, ihr wisst. Jetzt habe ich den Holzbogen mitgenommen. Warum er Gefahr ist? Wegen Blitzeinschlägen. Come on, wenn hier nichts ist, dann ist hier nichts. Wollte schon sagen, da ist doch was. Das können wir auf jeden Fall wieder später verkaufen. So. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr steinig hier. Das heißt, wir sind wahrscheinlich hier bei den Goronen. Würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Ihr dachtet schon, ich lasse den Feuerstein liegen. Ja. Nein, nein, der wird schon mitgenommen. So, ich denke mal, das ist ein guter Weg. Was ist das denn? Ist das eine Fackel? Oh, hier ist noch was. Schon wieder diese Musik, diese Lon Lon Farm. Oder Kumu Farm. Das erinnert mich so an Dings der Grün of Time, wie ich schon gesagt habe. War so geil. Okay, auf jeden Fall ist hier noch so eine Ranch. Stall am Berge. Okay, alles klar, hi. Oder hier ist das Vogelgebiet. Hey, das kann's auch sein. Nichts mit Corona und Vogelgebiet. Boah, der ist gut. Der Eisenhammer ist echt gut. Den möchte ich auf jeden Fall haben. Dafür schmeiße ich auch irgendwas weg.
Aber was? Oh Mann, ich weiß nicht, was weg soll. Okay, weg mit dir. Hallo. Ja. Guten Morgen. Wenn du hier im Stall der Berge Halt machst, bist du wohl auf dem Weg nach Goronia? Doch, das ist doch dann tatsächlich hier das Goronenteil. Goron-Gebiet, warte mal. Willst du in den Aufzug nach Goronia? Ja. Und deswegen landen Touristen immer wieder in Schwierigkeiten. Es gibt dort viele steile Klippen und ab der zweiten Ebene ist es so heiß, dass man buchstäblich in Flammen aufgeht. Normalerweise mische ich mich da ja nicht ein, aber ich will dich auch nicht in dein Verderben rennen lassen. Tja, ich schätze, es muss wohl sein. Meine Brandschutzmedizin schützt diese extremen Temperaturen und ich kann dir welche verkaufen. Selbst erfahrene Reisende nehmen dafür einen Weg nach Goronia mindestens 3. Einer kostet 60. Ja, wir haben Geld. Gib mir 3 Stück. Gut, hier hast du die Brandschutzmedizin. Wir brauchen mindestens 6 Minuten. Okay. Ich würde sagen, damit schaffst du es auf jeden Fall nach Goronia. Ja, ja. So doof wie ich mich anstelle, geht die Zeit vorbei und ich komme da nicht mal an. So, hier gibt es also auf jeden Fall den Schrein. Jetzt weiß ich gar nicht, wo der ist. Hä? Der war doch irgendwo hier. Wir haben es verlaufen. Ach so, der gelbe da. Genau, da will ich erstmal hin. Ich will das auf jeden Fall erstmal machen, wie ich gesagt habe. Ich möchte erstmal den Herzcontainer bekommen. Und danach sehen wir alles weitere. Oh, ich sehe schon, der Part wird ziemlich lang, deswegen werden wir dann hier der Moa Kishito Schrein. Ja, dann werde ich den Part hier beenden und im nächsten Part geht es dann hier zum Schreien. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, like das Video, teile es und lass mir doch ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part und bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.